Ich will Ihr Bewerbungscoaching machen, aber ich warte erstmal die laufenden Bewerbungen ab. Da sind einige gute dabei. Da ergibt sich bestimmt was in den nächsten Wochen. Ich hatte ja auch schon ein Vorstellungsgespräch. Vor einiger Zeit kontaktierte mich ein Bewerber, der Interesse an unserem Coaching hatte, mit genau diesen Worten. Die Herausforderung, vor der dieser Arbeitssuchende stand, war, dass er zum einen möglichst schnell wieder einen passenden Job für sich finden wollte, zum anderen aber seine Zeit mit inaktiven Abwarten verbringen wollte. Und das widerspricht sich ja eigentlich schon im Ansatz. Die Lösung, die dieser Mensch für sich selber gefunden hatte, war, also ich nehme das Bewerbungscoaching als Plan B, falls meine Bewerbungen, die ich gerade verschickt habe, doch nicht zum Erfolg führen. Der Haken dabei ist, dass eine solche Vorgehensweise immer dazu führt, dass Leerzeiten entstehen, in denen nicht aktiv gehandelt wird. Auf psychologischer Ebene, also für das eigene Mindset, entsteht ein schlimmer Zustand. Man wartet ab, wird immer ungeduldiger und unzufriedener, schaut alle paar Minuten in sein E-Mail-Postfach, ob es schon eine Antwort gibt und hofft. Hoffnung ist unbestritten sehr wichtig, aber auch Hoffnung ist nicht unendlich. Und im Zweifelsfall sieht man jeden Tag, wie der Counter der offenen Bewerbung nach unten geht, weil schon wieder eine Absage gekommen ist. Oder noch viel schlimmer. Man klammert sich an scheinbar offene Bewerbungen, auch wenn diese seit 4 Wochen unbeantwortet sind. Und im Zweifelsfall wird man panisch und legt noch Bewerbungen nach, die aber qualitativ immer noch auf demselben Stand sind. Und das raubt dem Arbeitssuchenden kostbare Energie und führt zu Frustration und Lähmung. Mit dieser Vorgehensweise ist es vorprogrammiert, dass dieser Arbeitssuchende sein großes Ziel, möglichst schnell einen neuen passenden Job zu finden, vollkommen verfehlen wird. Und tatsächlich stellte sich in unserem Gespräch heraus, dass er schon über ein Jahr in dieser Art und Weise verfährt. Er hatte also permanent das Gleiche probiert und immer auf ein anderes Ergebnis gehofft. Zum Glück hatte er mit mir sehr offen darüber gesprochen. Wir konnten noch in unserem ersten Gespräch sein Problem klar identifizieren, den Fehler in seiner Vorgehensweise und in seinen Gedanken bereinigen und eine klare Struktur schaffen, wie er sofort von dem Bewerbungscoaching profitieren kann, auch für seine noch laufenden Bewerbungen. Dieser Mensch berichtete mir kurze Zeit später, wie gut es ihm tun würde, jetzt einen klaren Plan und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zu haben und dass es ihm sehr hilft, so intensiv betreut zu werden und jederzeit einen Sparringspartner zum Gedankenaustausch zu haben. So hat er es dann auch geschafft, innerhalb kürzester Zeit seine Tatkraft wieder zu erlangen und mit der verdienten Einstellung beim guten Unternehmen zu krönen. Wir konnten ihm sehr gut und sehr schnell helfen, weil wir uns nicht darauf beschränken, nur das Handwerkszeug zu vermitteln, wie man außergewöhnliche Bewerbungen bestellt. Die Bewerbungen sind nur notwendiges Mittel zum Zweck, um das große, wichtige Ziel, den Wunschjob zu bekommen, zu erreichen. Entscheidend ist, dass wir jeden Teilnehmer unseres Coachings insbesondere auf der mentalen Seite stärken und jeder Teilnehmer die Mentalität eines Siegers erlangt. Diese mentale Stärke, gepaart mit einem strukturierten, kontinuierlichen Vorgehen ohne Leerläufe, bringen den Erfolg. Nicht umsonst habe ich persönlich die Top-Coach-Auszeichnung des Manager-Magazins verliehen bekommen. Wenn auch Sie zu den Siegern zählen wollen und in Ihrem Leben der aktive Bestimmer über Ihr Leben sein wollen, dann finden Sie in der Videobeschreibung den Link zu uns. Lassen Sie uns zusammen über Ihre persönliche Situation sprechen und ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam einen starken Plan aufstellen, wie Sie Ihr Ziel, Wunschjob in kürzester Zeit erreichen.